Hallo Freunde des feinen Whisky-Genusses. Hier ist wieder Ansgar, euer Whisky-Wikinger. Und heute möchte ich euch einen weiteren Cowilla vorstellen. Letztens habe ich ja den Moch vorgestellten, original abgefüllten NAS Cowilla. Jung, stürmisch, sehr maritim. Und heute habe ich einen unabhängig abgefüllten Cowilla für euch. 8 Jahre. Und aus der Konzept 8 Serie, Release 2. Diese Konzept 8 Serie ist eine Serie von einem unabhängigen Abfüller, der mit seinen Abfüllungen auf den asiatischen, explizit japanischen Markt strömen wollte. Hat offensichtlich nicht so gut geklappt, weil seit Anfang des Jahres sind diese Abfüllungen auch bei uns erhältlich. Design. Ja, japanisch, asiatisch angehaucht. Die 8 hatte mich darauf aufmerksam gemacht. Muss ich sagen, ist ins Auge gestochen. Habe gesagt, guck's dir mal an. Und habe mir aus dieser Konzept 8 Serie 2 Abfüllungen gekauft. Diesen Cowilla mit 8 Jahren und einen 8-jährigen Dairen, der demnächst auch in die Verkostung kommt. Die Informationen zu diesem Whisky sind, ich drücke mich mal vorsichtig aus, pseudotransparent. Was meine ich mit pseudotransparent? Es steht drauf 40,8 Volumenprozent. Die 8 spielt da immer eine große Rolle. Es sind 8 Jahre alte Whiskys und es wurden 8 Fässer miteinander vermehlt. Und in diesem Fall handelt es sich um Hogshead. Hogshead habe ich immer ein riesen Problem mit. Weil, was ist ein Hogshead? Ein Hogshead ist ein 250 Liter Fass, was aus verschiedenen oder aus anderen Fässern zusammengesetzt wurde, um auf 250 Liter zu kommen. Wenn da nur Hogshead steht, ist nirgendwo letzten Endes eine Erklärung, was vorher in den Holz gelegen hat. Bourbon, Sherry, Rotwein, was auch immer, finde ich letzten Endes sehr intransparent. Es ist eine limitierte Abfüllung, klar, 8 Fässer sind jetzt nicht wahnsinnig viel. Wie gesagt, dieses Jahr 2022 bei uns erhältlich, Small Batch, Isla Malt und das war's auch schon. Der unabhängige Abfüller ist a Global Whisky Limited in Glasgow. Kannte ich vorher noch nicht. Wie gesagt, der Cowilla hat mich interessiert, weil Cowilla ist ja das, was man meistens, wenn man unabhängig abgefüllte Islas verkostet, im Glas hat. Hier steht sogar Cowilla drauf. Sollte, so meine ich, zumindest ein Qualitätsmerkmal sein, weil wenn die Distille zulässt, dass eben halt ihr Name draufsteht, denke ich mal, ist das Produkt so gut, dass die Distille sich dafür nicht irgendwie schämt oder verstecken möchte. Ich kann auch schon so viel sagen, er ist gar nicht so schlecht. er ist allerdings gefärbt und mit 40,8 Volumenprozent, eingangs sagte ich, Global Whisky Limited hat sich auf dem asiatischen Markt konzentriert. Demzufolge auch kühl filtriert. Ja, drum gehe ich nicht auf die Farbe ein. Die Umverpackung, designtechnisch, wie gesagt, gefällt sie mir ganz gut. Bei den Dairen ist die in weiß gehalten mit bronzener Schrift. Aber die Pappe ist so wappelig, so schlecht gefaltet und so instabil. Falls ihr diese Flasche kaufen solltet, ich weiß nicht, doch müsste es noch geben. Passt bloß auf, wenn ihr die irgendwie aus dem Karton holt oder so, kann schnell mal die Flasche rausfallen. Flasche finde ich ganz nett. Ich mag dieses Design, dieses dickbauchige mit dem kurzen Hals, passt auch besser in den Regalen rein. Ja, und kommen wir mal zu diesem pseudotransparenten Single Malt. Hinten steht ganz kurz drauf mit Farbstoff. Genau.
Importeur bei Ralf Kasper GmbH, Ruhrallee 50 in Essen. Goodie. 8 Jahre ist schon ein schönes Alter für einen Islay Malt, wo ich sage, Jugendrauch passt, weil der Rauch gut die Jugend übertünchen kann. Ja, ich war hier sehr großzügig mit dem Schluck, habe ich gerade gemäht. Aber sind trotzdem bloß 2 Cl. Und das, was ich in der Nase habe, ist natürlich klar ein typischer Kaolla-Rauch. Leicht maritim, phenolisch, aber sehr süß, sehr auf eine Barbecue-Speck-fleischigen Note. Also er wirkt deutlich süßer und gehaltvoller als der Kaolla Moch, den ich euch letztens, wie gesagt, vorgestellt habe. Eine leichte Malzigkeit ist hier. Fruchtigkeit habe ich nicht. Das ist, wie gesagt, so eine Malz-Honigsüße, so ein fleischiger Rauch, der erstmal sehr dominant ist in der Nase. Der ist jetzt nicht mega komplex. Das nicht. Aber wie gesagt, wir reden hier auch über einen 8-jährigen Single Malt. Ich habe ihn jetzt schon im Glas gut eine Viertelstunde stehen lassen, dass er sich so ein bisschen entfalten kann. Gibt ja so eine Faustregel, ihn atmen lassen für jedes Jahr 1 Minute im Glas, bevor man den in die Verkostung hat. Darum war ich sehr großzügig mit einer Viertelstunde. Ja. Also die Aromen, die ich in der Nase habe, die sind die gleichen wie zum Anfang. Das ist ganz klassisch, dieser maritime, fleischige Barbecue-Rauch, der so typisch für mich bei Kaolla ist. Na, er ist nicht so phenolisch wie Laphroaig oder Lagavulin oder Artbeck, das nicht, aber er hat eine gewisse Phenolität, ja, die maritim wirkt, so leicht salzig, Meertang, Seegras, was am Strand verrottet, ihr wisst, was ich meine. Ja. Lagerfeuer aus verkrusteten, salzverkrusteten Treibholz und darüber so eine schöne, ja, schon speckige Räucher-Specknote, so ein Barbecue-Rauch, ja, mit einer Prise herben Honig. Und das war's. Ja, was ich nicht vergessen darf, ist eben halt diese Malzigkeit. Geht schon in Richtung, ich will jetzt nicht sagen Ovo Maltine, aber sowas in der Art. Ja, so Karamellbonbon, Zucker in der Pfanne karamellisieren lassen. Aber nicht angebrannt, sondern wirklich nur karamellisieren lassen und rechtzeitig aus der Pfanne rausgeholt. Ja, das ist die Nase. Viel mehr kommt da auch nicht. Alkohol sehr präsent, trotz der 40,8 Volumenprozent. Schließt auf das junge Alter, kann aber auch sein, durch meine Covid-Erkrankung, dass ich Alkohol aktuell noch sehr stark wahrnehme. Zumindest am Gaumen. Ich hatte ihn im Vorfeld schon mal verkostet gehabt, 1-2 Mal. Da fand ich den Alkohol nicht so stark wie heute. Okay, zweiter Schluck ist besser. Rauch kleidet den gesamten Mundraum aus. Er wirkt am Gaumen weniger süß. Die karamelligen, malzigen Noten sind sehr präsent,
leichte Holzanklänge. Ja. Fruchtigkeit immer noch nicht vorhanden. Also nicht wirklich. Jetzt im Abgang so eine leichte Vanille. Der Räucherspeck Barbecue-Eindruck, der in der Nase so sehr präsent ist, ist am Gaumen weniger stark ausgeprägt. Er ist da. Geschmacklich ein typischer Kauilla. Weniger stürmisch als der Moch. Auf andere Aromen fokussiert. Der Moch hatte mehr Zitruscharakter gehabt. Vanille war da ein bisschen stärker ausgeprägt und war insgesamt auch stürmischer, wahrscheinlich durch die 43 Volumenprozent. Hier, wie gesagt, nur 40,8 Volumenprozent. Dass ein Kauilla ist, kann er nicht verstecken. Ist für mich ein typischer Vertreter aus dieser Distille. Schon allein durch diesen sehr für mich typischen Rauch. Was das für Fässer sind. Ob das Bourbonfässer sind. Oder ob da vielleicht auch ein gewisser Anteil an Sherry-Fass-Holz mitverwendet wurde. Kann ich wirklich nicht sagen. Also Sherry-Aromen habe ich hier nicht. Ich habe hier aber auch keine typischen Bourbon-Fass-Aromen drin, muss ich einfach so sagen. Also da ist mir die Vanille zu schwach ausgeprägt, keine Fruchtigkeit, eine gewisse Holzigkeit ist da. Die kann aber auch tatsächlich entstehen durch, sag ich mal, ausgelutschte Fässer. Er ist interessant. Ich finde gut, dass er ein Alter trägt von 8 Jahren. Er ist durchaus lecker. Und wie gesagt, auch wenn die Qualität der Umverpackung so wünschen lässt, das Design macht was her. Und ich hatte noch gar nichts über den Preis gesagt. Preislich liegt er so um die 40 Euro. Man bekommt ihn in einigen Shops unter 40 Euro, in anderen leicht über 40 Euro. Und ist damit aktuell, muss ich echt sagen, eine Alternative zum Moch. Na, das Video, was ich euch ja letztens hochgeladen hatte, das ist ja aus dem Archiv. Ich hatte den Moch bekommen gehabt für unter 30 Euro. Ging auch davon aus, dass das der reguläre Preis noch ist. Habe letztens aber mal geguckt, weil ich auf die Kommentare letzten Endes reagiert habe. Und aktuell kostet der noch um die 37 Euro, also knapp unter 40. Und wie gesagt, der 1-2 Euro mehr. Und ist damit für mich eine absolute Alternative. Gehen schon in einer ähnlichen Richtung, auch wenn, wie gesagt, das Aromenspektrum anders fokussiert ist. Ja, wer mal Lust hat auf einen unabhängig abgefüllten Kauilla, wo man auch wirklich weiß, dass es ein Kauilla ist, weil es draufsteht, ist hier bei denen gut beraten. Ich bin jetzt durch den neugierig geworden auf die anderen Abfüllungen. Wie gesagt, ich habe noch einen Darlene zu Hause, einen Royal Prackler gab es meiner Meinung nach, einen Player Effel. Ein Player Effel gab es auch. Mit 8 Jahren. Der Player Effel war aber aus dem Sherry Hogshead. Ja, ich bin gespannt. Schreibt mir doch bitte in den Kommentaren, wie ihr zu solchen Abfüllungen steht. Und in dem Sinne würde ich euch in die Arbeitswoche entlassen. Euer Ansgar, euer Whisky-Wikinger. Ciao.